Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Es ist mal wieder Zeit, einen neuen Sattel euch vorzustellen. Und um welchen Sattel es geht, das habt ihr zwar vielleicht schon im Titel oben gelesen, aber ja, ihr könnt den Sattel gleich nach dem Intro sehen. Viel Spaß! Ja, wie ihr vielleicht schon im Titel lesen konntet, geht es um einen Iconic-Sattel. Und zwar geht es genau um diesen hier. Die Iconic-Lite-Familie wurde um einen weiteren Sattel ergänzt. Wir haben hier den Iconic-Lite VSD-Sattel. Ich werde euch gleich auch nochmal den Unterschied zum normalen Iconic VS-Sattel zeigen. Denn früher, als das Ganze noch unter Epona lief, der ein oder andere von euch erinnert sich vielleicht, da gab es auch schon einen VS-Sattel, der war aber ganz anders. Also der hatte mit einem VS-Sattel in meinen Augen genau so viel gemeinsam. Also das war mehr ein Springsattel mit einem so einen Zentimeter erhöhten F da hinten. Aber hier ist es jetzt so, wir haben den gleichen Sattel, wie es auch bei Iconic im normalen Programm gibt, also als Vollledervariante, haben wir jetzt hier in der Lite-Variante bekommen. Wir haben hier auch, wie bei den anderen Lite-Satteln auch, dubliertes Leder oben. Also wirklich auch ein schön haftendes, wirklich sehr angenehmes, sehr gutes und sehr weiches Leder. Und auf der Unterseite, wie wir es gewohnt sind bei Iconic Lite, eben alles aus Kunstleder, außer die Gurtstufen, die sind ganz normal aus Chromleder, also ganz normal im Gurtstufenleder gemacht. Hier im vorderen Bereich haben wir noch einen Klettbereich, einen Klettbesatz, wo wir die Pausche ankletten können. Hier dabei ist jetzt eher eine relativ kleine Pausche, aber auch da gibt es mittlerweile ja verschiedene Pauschen zu kaufen, sodass man da, wenn man sagt, okay, die ist einem zu klein oder die ist einem zu springlastig, weil auch die in meinen Augen, er wird ja als VSD-Sattel angeboten, also für mich gehört da in meinen Augen eine etwas größere Pausche dran, aber die kann man optional dazu kaufen, also das ist kein Problem. Was haben wir sonst noch wirklich Tolles bei dem Sattel? Also wie gesagt, erstmal, das habe ich zwar jetzt schon ein-, zweimal gesagt, aber ich finde es wirklich gut, dass 1:1 der gleiche Baum genommen wurde wie bei dem vollwertigen Iconic-Ledersattel. Den haben sie hier jetzt in den Leitsattel gepackt, finde ich wirklich cool, weil da muss man jetzt nicht mehr so als Händler sagen, okay, ist es von der Passform viel anders oder hin und her und überhaupt? Nee, das ist, wie gesagt, ein und der gleiche Baum. Und ja, nur eben oben Leder, unten Kunstleder. Was wir auch dazu bekommen haben, er hat wie der große Bruder eben, ich nenne es jetzt einfach mal großer Bruder, das ist ein bisschen einfacher als immer zu sagen, der vollwertige Iconic, weil das ist natürlich auch ein vollwertiger Iconic. Dann wisst ihr aber, was ich meine. Wir haben auch hier wie der große Bruder einen Schulterausschnitt bekommen, vorne auf beiden Seiten. Das ist nämlich in dem Zuge auch bei dem großen Bruder jetzt neu dazugekommen. Ich habe hier einen an die Seite gelegt, genau. Da können wir es euch auch nochmal zeigen. Also das ist der Iconic Volledersattel. Hier haben wir ein genarbtes Rindsleder. Bei dem anderen, bei dem Lite, haben wir ein dubliertes Leder. Finde ich, also ich persönlich finde den Iconic Lite VS-Sattel für einen VS-Sattel, weil er auch natürlich etwas günstiger als der große Bruder ist, das attraktivere Angebot, weil die meisten meiner Kunden, die einen VS-Sattel haben möchten, wollen damit wirklich nur rein freizeitmäßig unterwegs sein oder ist es so der allererste Sattel, wenn man noch nicht weiß, wo die Reise hingeht. Und da ist natürlich der günstigere Sattel die bessere Alternative und wir haben dazu, wie gesagt, noch ein dubliertes Leder, was wir nicht mal bei dem, ja, bei dem großen Bruder hier haben und das gibt es auch optional noch nicht. Es kann sein, dass es irgendwann kommt, aber Stand heute, hier und jetzt gibt es den nur so, wie er ist. Was man bei beiden aber jetzt auswählen kann, ist, das ging vorher beim vollwertigen Iconic, beim großen Bruder ging das noch nicht. Der hat jetzt auch quasi, ist jetzt in die Evo-Serie mit reingerutscht, wie gesagt, hat dadurch den Schulterausschnitt vorne bekommen und man kann auch hier hinten den Einfass in verschiedenen Farben auswählen. Beim Iconic Lite kann man das genauso, da hat man dann auch noch die Möglichkeit, die Steigbügelriemenschlaufe in verschiedenen Farben zu kriegen. Hier haben wir ja, wie gesagt, nur so ein kleines Löchlein, da geht es dann logischerweise nicht. Ansonsten, der vollwertige Iconic bzw. der große Bruder, der hat die Pauschen vorne fest, der hat auch hinten direkt eine Pausche mit dran. Beim Lite haben wir nur vorne einen Klettbereich, hinten haben wir keine. Kann man aber natürlich optional
nachrüsten. Also nicht bei Iconic jetzt, aber man kann das, wie bei uns zum Beispiel, wenn man dann hinten auch noch eine Pausche haben möchte, kann man die nachrüsten. Und ich wollte euch ja noch den Schulterausschnitt zeigen. Ich denke, man sieht es bei dem hier ganz gut, dass der genau hier so in dem Bereich einfach so ein bisschen hier reingezogen ist und ein bisschen abgeflacht ist. Finde ich ganz cool, funktioniert sehr gut, denn ich kenne sonst weiter keinen anderen Foil-Sattel, der einen Schulterausschnitt vorne hat. Also das funktioniert wirklich gut, muss ich wirklich sagen. Und der ist wirklich in meinen Augen perfekt positioniert. Der ist nicht zu markant, ist nicht zu viel, nicht zu wenig, aber er ist trotzdem da. Und ansonsten, wenn wir uns den Sattel jetzt mal von unten angucken, haben wir hier wie gewohnt einen schönen breiten Wirbelkanal. Ich würde mal sagen, alles zeit- und standesgemäß. Ist jetzt nichts super duper Neues, also das ist alles so, wie man es von Iconic gewohnt ist. Auch hier vorne haben wir relativ viel Platz. An und für sich würde ich sagen, der Sattel ist jetzt kein super kurzer Sattel, also der schließt schön hinten mit der Baumkante ab. Es ist aber auch kein übertrieben langer Sattel, er hat eine ganz normale Länge. Wenn man jetzt ein super, super kurzes Pferd hat, weiß ich nicht, ob der Sattel die beste Wahl dafür ist. Aber ansonsten auf allen anderen normalen Pferden, finde ich, hat man mit dem Sattel hier wirklich keine Probleme. Er ist auch leicht geschwungen. Also er ist jetzt nicht wirklich kerzengerade. Er hat so einen ganz leichten Schwung drin, was ihn, finde ich, in meinen Augen als VS-Sattel relativ attraktiv macht. Weil wir haben hier letztendlich einen Preis dran stehen von 1.500 €, was ich, wie gesagt, sehr, sehr gut finde. Der Iconic, der große Bruder, ist auch ein Iconic, aber der große Bruder, der liegt bei, jetzt lasst mich lügen, zwischen 2 und 2,1. Also ganz genau den Preis weiß ich nicht, aber irgendwo was dazwischen liegt der. Also wenn ich wir werden den Preis hier unten noch mit einblenden, dann wisst ihr genau, was er kostet. Und auch der hier hatte auswechselbares Kopfeisen, was ich auch ganz schön finde. Bei dem VSD-Sattel hat man das Dressur-Kopfeisen mit drin. Sprich, wir haben das längere Kopfeisen, weil die Dressursättel haben ein langes Kopfeisen, die Springsättel haben ein kurzes Kopfeisen. Und das ist schon wirklich eine ganze Menge. Und es gibt wirklich viele Leute, die legen Wert drauf, ein langes Kopfeisen zu haben. Und da ist man halt wirklich hier ganz gut mit bedient. Ja, ansonsten kann ich jetzt so aus eigener Erfahrung auch noch sagen, also den Sattel kriegt man auch auf Pferde, die ein bisschen mehr Widerrist haben. Also ich finde, da wo vielleicht der Dressursattel von Iconic vorne schon ein bisschen zu flach kommt, kam ich mit dem Sattel jetzt immer ganz gut hin. Natürlich, wenn es jetzt ein sehr schmales Pferd ist mit einem sehr hohen Widerriss, dann hast du da mit dem Sattel einfach keine Chance, weil dafür ist er vorne zu flach. Und auch wenn ein Pferd jetzt so gar keinen Widerriss hat und wirklich einfach nur kugelrundes, ist es vielleicht auch nicht die allerbeste Wahl, aber ansonsten auf ein normales Durchschnittspferd, wenn man das in Anführungszeichen jetzt mal so sagen kann, passt dieser Sattel sehr gut. Und auch auf Pferden, die einfach vorne eine etwas markantere Schulter haben, da passt generell der Iconic Light VS und der normale Iconic VS Sattel, die passen da wirklich sehr, sehr gut drauf. Das ist das, was ich jetzt so schon mal zu meinem, ja, von meiner Seite aus sagen kann, wo ich die Sättel schon so drauf liegen hatte. Wenn ihr irgendwie bestimmte Fragen habt, könnt ihr die unten gerne stellen oder generell, wenn ihr noch irgendwas anderes zu dem Sattel wissen wollt, was ich jetzt hier vielleicht nicht erzählt habe, dann schreibt uns das gerne unten in die Kommentare. Ach, ein was habe ich noch vergessen. Was bei vielen Iconic-Sättel ist, ich finde, hier bei dem haben wir es schon umgebaut. Also bei dem ist es schon umgebaut. Da haben wir die Begurtung ein bisschen weiter nach vorne gesetzt. Bei manchen anderen, also wenn die von Haus aus kommen, sitzen die immer ein Stück weiter hinten. Und es ist bei vielen so, dass die Sättel einfach so ein bisschen nach vorne rutschen. Und da kann man, wie gesagt, ganz leicht Abhilfe schaffen, wenn man einfach gerade die Gurtstufen nimmt und das im ganzen Paket so ein bisschen nach vorne setzt. Das ist aber natürlich wie immer so im Einzelfall zu beurteilen. Kann man jetzt nicht so sagen, dass es halt immer so ist bei jedem. Bei uns ist es in der Praxis so, dass wir es ab und an mal umbauen müssen, weil es da wirklich dran scheitert, dass es... dass die Sättel dadurch ein bisschen nach vorne rutschen, aber na, wie im Einzelfall, wie immer, muss man im Einzelfall gucken. So, das war's von meiner Seite aus. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr den Sattel auch so interessant findet wie ich, dann gebt uns einen Daumen nach oben. Und ja, ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns am Freitag wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.